Dieses Formular muss nur ausgefüllt werden, wenn du die jährliche Einkommensgrenze von 10.000 Euro überschreiten willst. Hier zählen steuerpflichtige Einkünfte, aber auch Waisenpension und sonstige steuerfreie Bezüge, zum Beispiel Karenzgeld, Kinderbetreuungsgeld, Mindestsicherung oder Arbeitslosengeld. Alles, was über den 10.000 Euro im Jahr liegt, wird vom Jahresbetrag deiner Studienbeihilfe abgezogen. Die ersten beiden Zeilen, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Personenkennzeichen, Matrikelnummer, Nachname und Vornamen, müssen ident, wie im Formular SB1 mit deinen Daten ausgefüllt werden. Dann musst du dein voraussichtliches Einkommen in verschiedenen Zeiträumen angeben. Parallel zum Bezug von Studienbeihilfe dürfen 10.000 Euro pro Kalenderjahr dazu verdient werden. Bei diesem Betrag handelt es sich weder um einen Brutto- noch einen Nettobetrag. Man rechnet vom Bruttojahreseinkommen die Sozialversicherungsbeiträge und die Werbungs- und Sonderpauschale ab. Der so errechnete Betrag darf 10.000 Euro nicht übersteigen, wenn du das gesamte Jahr Studienbeihilfe erhalten hast, also 12 Monate lang. Wenn du aber zum Beispiel 6 Monate Studienbeihilfe beziehst, darfst du in diesen 6 Monaten nur 5.000 Euro verdienen. Bitte beachte, dass auch Waisenpensionen, Kinderbetreuungsgeld und Arbeitslosengeld als Einkünfte betrachtet werden. Für Studierende, die ein Kind haben, für das sie unterhaltspflichtig sind, wird ein Absetzbetrag berücksichtigt. Für ein Kind unter 6 Jahren beträgt dieser in etwa 3.000 Euro. In diesem Fall darf also mehr verdient werden. Wenn die Einkommensgrenze überschritten wird, wird die Studienbeihilfe um den überschrittenen Betrag gekürzt und der zu viel ausbezahlte Mehrbetrag der Studienbeihilfe muss zurückgezahlt werden. Wenn es also sein könnte, dass du die Zuverdienstgrenze überschreitest oder dir nicht sicher bist, ob du unter der Zuverdienstgrenze bist, dann wende dich unbedingt für ein Beratungsgespräch an die zuständige Stipendienstelle oder dein ÖH-Sozialreferat.